Du findest die Einheimischen, die illegale Ware tief im Inneren der Festung versteckt. Es gibt Wege nach innen, aber die meisten sind schwer bewacht. You may have better luck sneaking in through the sea caverns dotting the shore. One of them leads into the fortress. Du hast vielleicht mehr Glück, wenn du dich durch die Mannschaft, durch die Meereshöhen der Küste. Du hast vielleicht mehr Glück, wenn du dich durch die Meereshöhen an der Küste einschleichst also. Einer von ihnen führt in die Festung. I've got a skiff ready for the slaves you send out. We'll make fast for deadline. Ich habe ein Ruderboot für die Sklaven vorbereitet, die du befreist. Wir werden flugs nach Todessicht verschwinden. Sie zwinkert und flirtet mit dem Gedanken an eine gefährliche Flucht. After that, who but Andra knows? Maybe I'll see you around Dunwich. Und danach, das weiß niemand außer Andra. Vielleicht treffen wir uns in der Gegend um von Stauholz wieder. Ja, sehr viel bis die Lippen zur dünnen Linie zusammen, kratzt nachdenklich an der schmalen Narbe an ihrem Mundwinkel. What'll it be, Jen? Was soll es heute sein, mein Herr? Sag mir was über dort. Du meinst abgesehen davon, dass Krumsporn die Hauptstadt des Sklavenhandels im Todesfeuer ist? Buy or sell from far and wide to bid on the particular slaves here, which is why you find me now selling my particular wares. Die Käufer kommen von nahem Fern herbei, um die speziellen Sklaven hier zu ersteigern. Deshalb findest du mich jetzt hier, um meine besonderen Waren zu verkaufen. Ihr müsst einen guten Profit mit dem Handel von Gestandenen machen. Herzlich, ich mache die Gesetze nicht. Sie fährt mit der Hand die Narbe auf ihrer rechten Wange entlang, die Finger auf suchende Art und Weise gespreizt. Ich arbeite einfach um sie herum. Welche Art spezieller Sklaven? Die Art, die du irgendwo anders findest. Wirf mal einen Blick hinein und ich wette, du wirst... Verstehst, was ich meine? Gibt es im Todesfeuer eine große Nachfrage nach Sklaven? Ei, das Geschäft ist äußerst profitabel. Der Großteil der Waren wird von anderswo hierher verschifft, aus Ländern weit entfernt vom Todesfeuer. Aber sie werden hier verkauft. Und hier werden sie bleiben. Das ist alles, was ich wissen muss. Ei, wie du wünschst, Herzchen. Soll es heute sein, mein Herr? Ich würde Waren sehen. Sicher, aber mach es unauffällig. Munitionshandschuhe? Ach, Minolettas abprallende Fluggeschoss. Also 10-mal das benutzen. Aber deine Ausrüstung hier nehme ich gerne. Ach, den Palmstein und das Kapperblatt auch. Feuerseetang und Talleib. Den Rest kannst du behalten. Alles ins Versteck, bitte. Ich sag dir ins Versteck. Naja, egal. So. Hm? Certainly. Oh, du bist doch ein Händler. Care to have a look? Willst du dich umsehen? Zeig mir, was du zu verkaufen hast. Sofort. Keine Schiffsvorräte. Helm des Falken. Minus 10% Erholungszeit. Aber kann Palegina leider nicht benutzen. Dietrich, Weißblatt, Zwef. Plattenpanzer mit Patina. Und Grabruf, das ist ein Säbel. Ist ein legendärer Säbel. Schaden, Frostschaden. Ist aber sauteuer und deswegen nichts, was ich bräuchte. Yes, at once. Edea hat Säbel. You there, approaching. Du da, der du da gerade herankommst. Der Wachmann grinst höhnisch, dicke Lippen ziehen sich zurück von gelblich verfärbten Zähnen. Er grunzt in seinem fleischigen Nacken, spielen die Muskeln, als er den Hals reckt, um dich besser betrachten zu können. You are late. The auction is almost over. Du kommst spät, die Versteigerung ist schon fast vorüber. Welche Versteigerung? Could it be the weekly auction for the whimpering chattel?
Was sonst könnte es denn sein? Die wöchentliche Versteigerung für das wimmernde Hab und Gut. Er rollt einen schweren Kopf auf den Schultern herum. Bei jeder Drehung knackt hörbar die Gelenke. Know you where you are? This is Crookspur. Weißt du, wo du bist? Das ist Krummsporn. Krummsporn? This place. This is the apex of the slave trade. Dieser Ort, es ist der wichtigste Ort für den Sklavenhandel. Either you come to buy slaves, or the master has no time for you. Entweder du bist gekommen, um Sklaven zu kaufen, oder der Meister hat keine Zeit für dich. Ich möchte mich gern den Bietern anschließen, wenn es dafür noch rechtzeitig ist. If anyone is to hurry, it should be you. I grow tired of opening and closing the gate. Wenn jemand sich beeilen muss, dann du. Ich habe es halt ständig, das Tor zur Öffnung zu schließen. Sein Brustbeuger bewegt sich heftig, als er die Winde dreht, die das schwere Gitter anhebt. Take care that I do not drop it as you walk beneath. Pass nur auf, dass ich es nicht fallen lasse, während du darunter herläufst. Okay. Apretas. We continue now, cliente. Finoma, at last we reach the culmination of our lot today. Finoma, jetzt kommen wir endlich zum Höhepunkt des heutigen Angebotes. Eine Frau mit einem steifen, geraden Rücken fuchtelt wie wild mit den Armen umher und bedeutet der Menge, noch ein wenig näher zu treten. Stimmungsbewirr kommt auf und mischt sich mit dem leisen Zischen der Fächer aus Stroh. Erwartung schwebt in der Luft. Dann bedeutet die Versteigerung hastig, dem letzten Sklaven mit einer Bewegung ihres pendatisch steifen Handgelenks vorzutreten. Er ist eine speerstarke Missgeburt mit einem hässlichen Gesicht. Bei jedem seiner schweren Schritte klirren die Ketten, mit denen er gefesselt ist, und die Planken der Tribüne ächzen. Feast your eyes on a fruit most rare. Eine höchst seltene Frucht, ein wahrer Augenschmaus. Die Lippen der Versteigerung verziehen sich zu einem grausamen Lächeln. Velico will open the bidding at 800 pies. 800 pies, 800 right here. And 850, who'll give me 850, 875, I'm at 875. Eliko, wir öffnen das Bieten mit 800 Pires. 800 Pires, 800 Pires, genau hier. Und 850, wer gibt mir 850? 850, wir sind bei 850 angekommen. Sie deutet auf die jeweiligen Bieter, die mit ihren Zahlen versehenen Strohfächer heben. Dabei steht ihr Mund niemals still, ohne Pause trällert sie die Zahlen. What a putrid thing. Was für ein übles Ding. Die Worte sind schneidend und gemein, doch der Strohfächer der Sprecherin schnippt den noch sofort in die Höhe. We've got 875 and now 900. Who will bid us 900? Wir haben 857. Wie sieht es mit 900 aus? Wer bietet 900? Die Versteigerin deutet mit einer Handbewegung auf die Menge und wartet auf das nächsthöhere Gebot. 900 bieten. Now we're at 950. Do I see 950? And I do. And we're up to 975. Where's my 975? There it is. And who'll give me 1000? Und 950. Sehe ich 950? Oh ja, und 950. Und 975, wo sind meine 975? Da sind sie. Und wer bietet mir 1000? Bieten wir 2000. Die Menge zuckt angesichts seines so wesentlich erhöhten Gebots zusammen, doch die Versteigerin hält nur kurz inne, um Luft zu holen, bevor sie das neue Gebot laut verkündet. Verdammt, damit will ich nichts zu tun haben. Voller Abscheu wirft die Bieterin ihren Fächer zu Boden. 2000, the price is 2000 beautiful piles. Do I have 2 and 500? 2000. Der Preis liegt bei 2000 wunderschönen Pires. Bekomme ich 2500? Once, twice and sold to our mystery bidder, the patron with the weighty pockets. Zum ersten, zum zweiten und verkauft an unseren mysteriösen Bieter den Kunden mit vollen Taschen. Ihre Lippen verzerren zu einem habgierigen Grinsen. Gelarde, I do hope you possess the sufficient funds for your sake as well as mine. Gelarde, ich hoffe doch, du verfügst über ausreichend Mittel, um deinetwillen und ebenso meinetwillen. Die sollte sich nichts mit mir verscherzen. Come here now, we will finalize the trade. Komm jetzt her, wir werden den Handel perfekt machen. Perfetto. Let us close this deal. Hübscher Iliam. Good day, my lord master. Die Versteigerin neigt den Kopf in Richtung des gefesselten Gottgleichen. You are a first-time buyer, Ack. For I do not recognize you as one of our usual patrons. Du bist ein Erstkäufer, Ack. Ich kenne dich nämlich nicht als einen meiner üblichen Kunden. Das stimmt. Bist du sicher, dass du mich nicht erkennst? I could scarcely forget a face like yours, Aimoro. Ein Gesicht wie deines könnte ich ja wohl kaum vergessen, Amiro. Geliebte. Sie grinst hämisch, doch ihr Gesichtsausdruck zeigt auch eine gewisse Vorsicht. Before the transfer is complete, you must speak with Master Kua. He awaits in his office in the fort. Du musst mit Meister Kua sprechen, bevor die Übertragung abgeschlossen ist. Er wartet dich in seinem Büro im Fort.
Ja, was haben wir jetzt eigentlich? So an Quests, die sich geändert haben. Fruchtbare Allianz. Osara hat mich darum gebeten, die Sklavenhändlerin, dies war ihre Bedingung für das Vertrauen der Wahiki. Da hat sich nichts geändert. Ein kluger Vorschlag. Ich bin im Hafen der Sklavenhändler vor Anker gegangen und habe mit begonnen, die Lage auszusondieren. Ich habe Seraphine nicht dabei. Mist. Das heißt, ich habe jetzt gerade viel Zeit verschwendet. Ich muss nämlich gucken, wen ich alles dabei haben sollte. Und mal meine Gruppe neu sondieren, bevor ich hier Zeug mache. Ja, Krummsporn. Genau, grausame Ladung, ein kluger Vorschlag und Krummsporn-Leerräume hat sich geändert. Also, gucken wir mal. Ein kluger Vorschlag. Ich bin im Hafen der Sklavenhändler vorangegangen und habe damit begonnen, die Lage auszusondieren. Irgendwas sagt mir, dass hinter diesem Ort mehr steckt, als es zunächst scheint. Die Ogerzuchtmeister im Kerker... Der Ogerzuchtmeister, wahrscheinlich der Ogerzuchtmeister im Kerker von Krummsporn ist Besitz der Schlüssel für die Sklavenzellen. Ich habe eine Gruppe von Haki-Sklaven im Kerker von unter Krummsporn gefunden. Scheint gewillt zu sein, gegen die Sklaventreiber zu rebellieren. Ja, das kenne ich alles eigentlich noch gar nicht. Mhm. Dann natürlich Krummsporn-Leerräumen. Azura erzählte mir, dass die restlichen Sklaventreiber raus ausnehmen werden, wenn ich Meister Kua töte. Ich muss ihn nur finden und stellen. Ja. Das war das. Und dann natürlich grausame Ladung. Stell den Anführer der Sklavenhändler zur Rede. Osara hat festgestellt, dass die Sklavenhändler mit Männern und Frauen handeln, die sie illegalerweise im Todesfall gefangen genommen haben. Das Eindringen in die Festung der Sklavenhändler wird dazu beitragen, nachzuweisen, dass an dieser Behauptung nichts Wahres dran ist. Aha. Gut. Das heißt, Seraphine brauche ich auf jeden Fall. Tekeo brauche ich. Palegina brauche ich. Und Maya. Und das heißt, wir können auch gleich Xoti mit aufnehmen. Also Tekeo, Seraphine, Palegina und Maya. Toll, und damit habe ich schon 5 Leute. Ist wahrscheinlich auch besser so, dass ich die arme Xoti nicht mit solchen Sachen wie einer Sklavenauktion belaste. So, dann segeln wir kurz ein paar Meter vor Krummsporn weg. Dieser Mini-Festung da. Hab mich noch nie aufgehalten. Ich bin schon in größere Sachen eingestiegen. Ah, ja. So, das heißt... Seraphine und Palegina. Ja, wenn wir hier in Krummsporn... fertig sind... dann können wir auch mal wieder Xoti in die Gruppe nehmen. So. Ah, Maya hat ja immer noch ihr Level abstimmt. Sprengstoffe überleben.
Die Trefferumwandlung und weiter. So, das heißt, du dahin. Seraphine ist ein bisschen arg angedatscht. Deswegen bleibt er ganz hinten. Ja, so sieht's okay aus, die Gruppe.